drei weniger als der momentane Leader Guillaume Moirot. Alexander Franzson, Tor! 1-0 für Basel, 12. Minute. Der FCB schlägt mit der ersten Großchance zu. Man hat sich höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft. Andra Sporar. Sporar, Abpraller bei Salvi, 2-0. Allerdings offside. Treffer zählt nicht, knappe Angelegenheit. Entscheidend. Armando Sadiku, das ist Garlinhos und dann Alioski. Da war sie, die große Ausgleichschance für die Bianconeri, natürlich für Esjan Alioski. Sadiku legt gut auf für Garlinhos. Da kommt Michael Lang. Dann Luca Zuffi. Hat einen guten linken Fuß und trifft. 2-0 für Basel, 54. Minute. Das dürfte die Entscheidung sein im Stadio Cornaredo und Fischer nimmt es sowas von cool hin. Schön gemacht von Garlinhos. Mariani wird von Höhe ganz leicht weggedrückt und es gibt Penalty. 11 Meter für den FC Lugano. Andi Bianconeri. Alioski läuft an. Im Duell mit Thomas Schwarzlik. Tor. Nur noch 2-1. 16. Saisontreffer für Esjan Alioski. Völlig vergessen. Und sogleich die nächste Möglichkeit und der Ausgleich. 2-2 Armando Sadiku. Der albanische Nationalstürmer mit seinem 8. Saisontreffer. Und die Mannschaft von Paolo Tramezzani holt gegen den Meister ein 0-2 auf. Und Armando Sadiku fliegt nach seinem Torerfolg mit Gelb-Rot vom Platz.